So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kona. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt hinter dieser unsichtbaren Eiswand, die ja irgendwann mal weggegangen ist. Neun Spuren noch. Und ja, wir gehen mal weiter und gucken mal, wo uns das hinführt. Ich habe auch eine Karte dabei. Warte, die Karte sagt uns jetzt aber nicht so viel, glaube ich. Müssen wir mal schauen. Zumindest können wir den ganzen Weg dahin gehen bis zur nächsten Stelle. Das machen wir jetzt einfach mal. Und zur Not müssen wir auch nochmal ein Feuer machen zwischendurch, damit wir nicht komplett erfrieren. Da schnell werden wir raus. Mal ein paar Wölfe verscheuchen. So. Hier ist ein kleiner Wanderweg. Lager. Achso, das sah aus wie Geröll. Ich dachte, man könnte das wegsprengen. Okay, wir gehen in Richtung Lager, wie man sieht. Sieht auch noch ein Feuerchen da hinten aus. Another diary. Carl felt like someone was trying to communicate with him. Or was it simply the result of happenstance? Auf jeden Fall sieht man, dass es schon mal an war hier. Wir können kein Feuer machen, wir haben kein Holz. Vielleicht finden wir noch ein Stück Holz hier irgendwo. Wir sehen uns erstmal das Tagebuch durch. Das Biest hat mich überlistet. Es weiß, dass all seine Schwächen kenne. Es weiß um meine Stärke. Der Jäger ist zum Gejagten geworden. Auf unendliche Weise ist das Biest gelungen, zwischen dem Norden und dem Süden eine Eiswand zu errichten. Es will nicht gestört werden, aber ich habe einen Weg gefunden. Denn es ist meine Mission, das Biest aufzuhalten. Es ist stets unterwegs, hält nicht für eine Sekunde inne. Woraus zieht es wohl seine Energie? Hass? Kälte? Furcht? Die Alten erzählten vom Wendigo. Sie sagten, er würde nie wieder zurückkehren. Kein Krieger, so meinten sie, würde ihn herbeirufen wollen. Aber die Alten hatten Unrecht. Der Wendigo kommt vom großen Geist. Er erscheint voller Hass, voll unbändiger Rabsucht getrieben. Das Biest, das ich jage, ist geblendet von Hass. Es ist frustriert. Mein Bolzen hat das Biest verfehlt. Es hat gebrüllt. Ich habe gedacht, ich würde neben dem Gebrüll des Biestes eine Stimme hören. Die Stimme des Kriegers. War es wirklich das Biest, das vor mir weglief? Oder war es der Mann, der in ihm gefangen ist? Das Biest macht Jagd auf zwei armselige Weiße. Ihr Schicksal ist bereits besiegelt. Das Biest hält ihre Fährte aufgenommen. Es bewegt sich vorsichtig, langsam, methodisch. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ja, wir müssen irgendwie Feuer machen. Wie machen wir das jetzt? Hier ist noch mal so ein Bolzen. Mal kurz ein Foto von machen. Halten wir. Shit. Aber Holz liegt hier nicht, ne? Zufällig rum? Nee, hätten wir mal noch einen Holzstumpf mitgenommen. Haben wir hier drin vielleicht was? Warte. Da ist auch nichts. Ja, aber ihr seht schon, das wird zu kalt gerade. Gucken wir, ob wir Holz finden können. Weil sonst werden wir hier nahtlos erfrieren. Unsere Karte müsste ja das Lager zu finden sein. Wo wir fast, da geht es noch ein Stückchen weiter. Ob wir noch irgendwie noch ein bisschen Holz finden können. Das wäre natürlich ideal. Alles andere wäre eher fatal. Carl had found what he was looking for. He needed to get back on the road. Aber ihr seht, wird mir jetzt langsam richtig kalt hier. Ich glaube, das überleben wir nicht, wenn wir nicht irgendwie ganz schnell irgendwie Holz herbekommen. Und selbst mit unseren. Da kriegen wir vielleicht Holz. Das könnte gut sein. Aussichtsturm. Das ist doch gut. Da können wir in die Hütte rein. Oh, hier liegt Holz. Perfekt für uns. Nehmen wir gleich mit. Okay, das Inventar ist voll. So ein Scheiß. Warte mal. Gehen wir mal rein hier. Carl reckoned that the place was still inhabited less than 24 hours ago. His detective sense tingled, revealing to him, or was it the strong smell of wilderness in the air? That there were most likely two men. Okay, wie werden wir denn, wenn wir vom Inventar was los? Pass mal auf. Gucken wir mal nach, Verbrauchsgüter. Wenn wir da mal verbrauchen. Wir retten. Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Cigarette was his own personal breathing assistant. Okay, es hilft uns jetzt nicht so viel. Müssen wir da irgendwie Platz schaffen. So, was haben wir noch hier drin? Inventar. Dynamit. Können Sie auch nicht alles wegwerfen hier. Was gab es denn noch hier? Ausrüstung? Pass auf, wir werfen mal hier was weg. Das brauchen wir zum Beispiel nicht. Fleisch können wir immer gebrauchen. Pistole brauchen wir auch. Breches brauchen wir auch. Brauchen wir auch. Verbrauchsgüter. Blöd.
Ja, vielleicht können wir hier was wegschmeißen, pass auf. Ich will eigentlich nichts wegschmeißen, aber Streichhölzer 20 Stück. Man sieht, die Zange würde schon was Gutes uns antun, aber wir brauchen die wahrscheinlich vielleicht nochmal. Oh, hier, wir können mal hier so ein... Das ist auch echt blöd, was wegzuwerfen. Und vom Schuss will man garantiert nichts wegwerfen. Erste Hilfekasten nehmen wir mal. Hat das ja schon mal ein bisschen was geholfen. Wir müssen mal rausgehen, dass wir jetzt irgendwie uns auf jeden Fall aufwärmen können. Wir brauchen ein Stück Holz. So, perfekt. Machen wir schnell mal warm hier drin. So. Das ist schon mal herrlich. Jetzt werden wir aufgewärmt und alles verschwindet. Dann können wir uns hier ganz in Ruhe umschauen. Da ist noch ein Tagebuch. The jacket was still soaking wet. The poor man had surely unwillingly had a taste of the pond's water not too long ago. Aber wie man sieht, according to the pay stub, that poor man was Alexandre Blais. Von denen haben wir schon mal eine Rechnung gefunden in seinem Haus. Two blankets. There were doubtless two people here, Carl reckoned. Okay. Die Trümmellampe mitgenommen, na. Wir müssen gleich eher nochmal wieder Holz mitnehmen, bevor wir so eine blöde Lampe mitnehmen. There should be a rifle hanging there. Ja, hängt its owner may not be very far. Was ist das? Ein Brief. Pierre, ich möchte dich daran erinnern, dass es eine gewisse Regeln gibt. Regeln, die wir alle befolgen müssen. Egal, ob wir das wollen oder nicht. Ich habe mitbekommen, dass du in letzter Zeit sehr viel wilderst und dass du dir nicht einmal die Mühe machst, dein Treiben zu verheimlichen. Zum Teufel! Selbst ich kann nicht mehr so tun, als ob ich dich in den letzten Tagen nicht gesehen hätte. Was würden die Leute sagen, wenn ich weiter beide Augen zudrücke? Diesmal bist du zu weit gegangen. Mein Freund, ich werde ein Bußgeld aufsetzen müssen. Wilfried. Oh. So, wir sind wieder aufgewärmt. Ich glaube, wir können mal rausgehen wieder. Zum Beispiel umgucken. Können wir noch ein Holzstück mitnehmen? Das wäre natürlich praktisch. Gucken, ob wir so viel Platz noch haben. Ah. Und dann müssen wir die Petroleumlampe schmeißen, sonst weg. Die können wir hier drin reinschmeißen. Dann können wir die später wieder aufsammeln vielleicht. So, gucken wir rein. Ah. Wann liegt die da? Und wir können, glaube ich, Holz mitnehmen. Ich nehme lieber sicherheitshalber ein Stück Holz mit. Dass ich nachher wieder hier rumhängen und nichts passiert. Wie? Was ist das hinten denn? Da blinkt auf jeden Fall eine Lampe. Da gucken wir uns gleich an. Wir gehen einmal auf den Turm. Gucken wir, ob wir hier irgendwas entdecken. Gibt es ja eine kleine Kiste hier oder irgendwas? Ist der? Ich kann eh nichts mitnehmen eigentlich, aber guck mal rein. Doch, guck mal da. Leuchtkugel. Und ist das? Okay. Das können wir leider nicht mitnehmen. Macht aber nichts. Aber Leuchtkugel. Das heißt, es müsste auch irgendwie eine Pistole dafür geben. Ne? Die haben wir leider auch nicht. Die finden wir aber noch eine. Lass uns mal darüber gehen und schauen, was es hier hinten noch so alles gibt. Was ist denn hier? Hier mal. Das Holz haben wir. Hier ist eine Haus und hier. Ah, sieht irgendwie rotzig aus. Wer hat denn hier eine Lampe zum Beispiel hingetan? Beihandtaschenlampe. Perfekt, jetzt können wir... Oh, das ist ja perfekt für uns. Jetzt können wir auch eine Waffe in die Hand nehmen. Wir haben trotzdem noch eine Taschenlampe. Wie cool ist das denn? So, mal ein Foto davon. Guck mal, da sind wieder diese Spuren drauf, wie man sieht. Und die führen da runter. Gucken wir kurz auf die Karte. Huch, wo ist die Karte? Ja. Ja, aber es ist die richtige Richtung, deswegen gehen wir da mal weiter. Nördlicher Wald. Wir gehen mal weiter Richtung nördlichen Wald. Also eine Freilandlampe ist natürlich gut, dann kann man nämlich theoretisch, können wir auf jeden Fall unsere Waffe ausrüsten. So, falls irgendwas kommen sollte. Oh. Okay. Unsere Waffe mal
Ausrüsten haben wir. Vielleicht müssen wir den mal nachladen. Das macht er wahrscheinlich automatisch, wenn er einen Schuss verballert hat. Okay. Wo müssen wir hin? Da oder da? Wir gehen immer hier längs. Wir gehen immer zwischen diesen kleinen Dingern hier. Da sieht aus wie so ein kleines... Da kann man zwischen gehen. Wieder die Spürchen. So, wollen wir die Taschenlampe nochmal anlassen. Oh, ein neuer Film muss rein. Gut. Kamera kann weg. Und die Waffe müssen wir wieder rausholen. Die kann ich nicht irgendwo hinlegen auf irgendwas Besonderes, ne? Das geht, glaube ich, gar nicht. Schade eigentlich. Guck mal, jetzt habe ich irgendwie das Mikrofon gerade weggetan, weil das irgendwie so nah an meinem Mund war. Hört ein wenig. Hier, dann ist hier irgendwas. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Was ist hier los? Was ist das denn? Die Brücke können wir. Seems like the elements showed mercy to those nice and solid looking planks. Können wir direkt rüberkommen ohne. Kann ich rüber, ne? Doch, können wir gleich hier rübergehen, okay. Na komm. Guck mal, ich kann nicht weitergehen. Ein bisschen schlecht. Können wir hier hochgehen? Ja, okay. Was ist hier denn passiert? Sieht doch warm aus. Okay. Das sieht irgendwie alles verbrannt aus. Das glüht doch, ne? So wie... Na gut. Gehen wir jetzt mal hier weiter. Problem ist, dass wir natürlich jetzt gerade wieder kalt werden. Wir müssen irgendwie einen Feuerplatz finden oder so. Nein, auf die Karte gucken. Guck mal auf die Karte. Die verschiedenen Wege dahin. Also wir können mal gucken. Gehen wir mal hier längs. Wir noch eine Stelle finden, wo wir... So. Nachladen, bitte. Keine Ahnung, ob man die abknallen soll. Ich glaube, man kann auch Fleisch hinwerfen. Hat man zumindest in einem Ausschnitt mal gesehen. The cold was burning Carl. He would not hold up much longer. He had to warm himself. Ja, aber wo? Da ist eine Hütte. Super. Das passt ja gerade, dass da eine Hütte ist. Ist sogar noch Kohle dabei. Perfekt. Die gehen wir erstmal rein. Und wärmen uns ein bisschen auf. Ah, wir haben einen Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Scheiße. Wir brauchen einen Schlüssel. Oh. Hier ist schon wieder so ein Pfeil. Okay. Kack. Ja, leider können wir auch nichts machen. Oh, oh. Echt? The door was locked. Wir machen schnell ein Foto hiervon. Okay, was machen wir jetzt da? Wir werden gleich umkippen und tot sein. Ah, oh, Mist. Ist doch hier irgendwo eine Mist? Oh. Scheiße, scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Laden wir einen Checkpoint. Das wäre ja dann... Das wahrscheinlich, ne? Ärgerlich, ärgerlich, Leute, ärgerlich. Was sollen wir machen? Müssen wir einmal laden. Aber wir haben keinen Schlüssel gefunden irgendwo, ne?
durch den anderen Weg gehen. Wir müssen uns gleich nochmal ordentlich aufladen im Haus und dann rennen wir ein bisschen schneller. Das nervt mich jetzt ja ein bisschen. Ich dachte, da könnten wir reinkommen, aber kamen natürlich nicht rein. Naja, so ist das mal, ne? Mal gewinnt man, mal verliert man. So, hier können wir uns aufladen. Gelesen haben wir hier alles. Ja. So, hier haben wir jetzt nochmal, die brauchen wir nicht nochmal lesen, wir wissen ja, was da steht. Müssen wir die Taschenlampe draußen mitnehmen noch? Die haben wir, glaube ich, nicht mitgenommen. Aber da steht die noch, die nehmen wir mit. Perfekt, und dann geht's gleich weiter. Oh ja, da pünktlich hin. Warte. Da haben wir Holz dabei. Ja, wir haben Holz dabei, ne? Ich muss kurz gucken. Hä? Wir haben wirklich kein Holz dabei. Das ist natürlich gut, dass wir hier nochmal geguckt haben. Dann heißt das nämlich, dass wir was loswerden müssen. Taschenlampe behalten wir natürlich. Petroleumlampe, die schmeißen wir weg. Nein. Oder sie wegschmeißen, du Spacko. Muss die Taschenlampe natürlich benutzen. Aber die wollen wir weg haben. So, dafür nehmen wir Holz mit. Dann gehen wir nochmal rein und wärmen uns ein bisschen auf. The door was unlocked. Carl felt kind of disappointed that he wouldn't have to solve the mystery of that padlock. Wir können mal gucken, ob wir nochmal vielleicht einen Schlüssel finden drin. Für die andere Hütte. Ich glaube, die finden wir nicht, ne? So, wir wärmen uns mal kurz komplett auf. Und dann eiern wir los. So, wir müssen schnell sein. Denn wir würden hier ja schnell erfrieren. Ja schaffen, ne? Achso, wir haben Stress. Okay, müssen wir schon aufpassen. Wir müssen mal kurz auf die Karte gucken. Man könnte auch hier da so querfeld eingehen, ne? Lass uns mal hier längs gehen. Guck mal hier. Wo wir die Stelle gefunden haben. Okay, so, wir machen erstmal hier ein Feuer. Und für uns. Holzstück nehmen wir wieder mit. Noch besser für uns. Das. Und Polaroids. Die können wir erstmal aufwärmen. Gut zu wissen. Lass mal kurz nochmal auf die Karte gucken. Da war also ein Feuerchen. Das ist natürlich sehr praktisch für uns. Jetzt können wir da theoretisch den Weg weitergehen. Bin dann ganz aufgeladen jetzt. Machen wir doch. Brücke könnte man bauen, machen wir jetzt aber nicht. Warum das hier alles so verbrannt aussieht, kann man natürlich nur erahnen. Aber warum, weiß ich allerdings auch nicht. Links und rechts ein bisschen gucken. Gerade. Auf dem richtigen Weg. Und auf jeden Fall da oben hin zu der nächsten Stelle. In die Hütte kommen wir ja eh nicht rein, deswegen werde ich nicht nochmal zu der Hütte laufen. Macht zumindest keinen Sinn für mich, da jetzt hinzulaufen. Oh, warte, die Waffe. Ah. Ein bisschen aufpassen hier. Wir gehen hier links.
Karte gucken. Sicherheitshalber einmal drauf gucken. Ich bin auf einmal da. Wir sind aber richtig straight hier. Aber eigentlich müssten wir da richtig sein. Man kann auch da oben hochgehen, oder? Oder habe ich es falsch gesehen? Hier längs gehen? Das sieht besser aus. Gehen wir hier längs. Wir müssen uns beeilen, damit wir noch zum nächsten Rastplatz kommen oder irgendwas. Oh, hier lädt es. Das ist schon mal gut. So weit sind wir gerade eben nicht gekommen. Perfekt. Ich bin schon gespannt. Er lädt und er lädt und er lädt und er lädt den ganzen Tag. So. Okay, da sind wieder ein paar Menschen, die eingefroren sind. Schauen wir uns die noch mal an. Vielleicht können wir erfahren, was hier passiert ist. Da steckt was im Boden. Was ist das? Two more victims of this ice plane. Ein Brecheisen. Carl felt a chill down his spine. What if he was next? Munition? Wollen wir die Waffe wegnehmen? Nö. Das sind Dings, okay. Machen können wir nichts, aber wir können hier hochgehen zumindest. Wird auch langsam kalt. Unterschlupf, gut. Da ist noch einer eingefroren. Carl felt the strong pull of a vision overcome him. Okay. Eine Vision, die nehmen wir noch mit. Da liegt jemand. A young woman. Eine junge Frau. It looked like a simple hunting accident. There was Hamilton. Carl recognized him. A major hunting accident. Aber wer hat sie erschossen? Ach, guck mal, das ist da, wo wir beim Arzt waren. Ah, genau. The doctor examined the young woman. But death couldn't be overturned. She was dead. Oh, scheiße. It was not the type of body you buried in a big ceremony in the village graveyard. It had to be hidden. No one could know about this. The best way to do that was to have a simple-minded man bury the poor girl, Lamotte, the mechanic. Okay, ganz verstrickt. Das ganze Dorf ist darin verstrickt. Oh, jetzt wird er erschossen, der Hamilton. The doctor denied the unfair death of the young woman, but Hamilton had him in his grips. Hamilton knew all of the poet's secrets and wouldn't hesitate to reveal them. I know all about your crimes, you little communist. You know mine. What a sordid affair. Okay. Trotzdem erklärt sie noch nicht, warum alles gefroren ist. Carl understood the ins and outs of the affair. A woman had been killed in an unfair accident.
and a young warrior had damned himself to avenge her. Okay. But Hamilton, the one responsible, had already been killed, and so the beast could not quench its thirst for vengeance. And now, recklessly, Carl had pulled the bolt from the beast's heart. Oh. A beast who was but a young Cree man lost without his fiancée, and who had, out of hatred, become Wendigo. Oh, warte mal. Meine Waffe rausholen hier? Ah! Was kann ich gegen ihn machen? Gar nichts. Oh. Lauf mal weg vor dem. Willst du dann sehen, was er tun kann? Scheiße. Kann man gar nicht besiegen, glaube ich. Lauf mal weg. Was will der von uns? Ah. Noch mehr Wölfe da oben. Der Typ kommt immer dichter ran, glaube ich. Noch ein Wolf. Mann. Okay, es bringt nichts, auf ihn zu schießen, habe ich gerade gemerkt. Aber wir können auch nur weglaufen hier, ne? Oh. Und die blöden Wölfe. Wo soll man denn hin? Glaube ich nur im Kreis hier, kann das sein? Oh. Ah! Wo ist der Wolf? Ah. Kurz im Vorsprung hier. Okay, müssen beide laufen. Wo soll ich hinlaufen? Scheiße. Man, der macht ja hier die ganze Zeit die ganzen Dinger hoch. Das, wir können hier gar nichts machen. Haben wir noch irgendwas, was wir benutzen können? Hm. 301 Munition. Kann ich auch nicht benutzen, habe keine Waffe dafür. Was soll man denn machen? Nur ein Schuss, okay. Ich weiß ja auch nicht, wo wir hinlaufen können. Hier ist ein Friedhof mit ein paar Leuten. Na gut. Wir werden alle Schuss verballert hier und hier liegen überall. Oh. Okay. Was wir da genau machen sollen, weiß ich nicht. Aber das werden wir definitiv beim nächsten Mal rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.